Mit großer Sorge, manche sagen sogar mit Angst, blickt US-Präsident Joe Biden auf das, was das Amtsenthebungsverfahren gegen seinen Vorgänger Donald Trump bringen könnte. Biden sagte heute, er sei anxious, also besorgt oder eben auch ängstlich darüber, wie die Republikaner im Senat entscheiden werden, ob sie am Ende aufstehen und Trump mit verurteilen. Das Verfahren ist in dieser Woche angelaufen und hielt aufwühlende Bilder bereit. Für die Ankläger ist es eine klare Sache. Die Anhänger von Donald Trump sind Anweisungen des damaligen Präsidenten gefolgt. Die Demokraten wollen seine Verurteilung. Er hat sie eingeladen, mit klaren Anweisungen für Zeit und Ort und mit klaren Ansagen zu kämpfen, um die Bestätigung des neuen Präsidenten im Kongress mit allen Mitteln zu stoppen. Solche Aufnahmen belegen das. Wir wurden vom Präsidenten der Vereinigten Staaten eingeladen. Mit dramatischen, teils unbekannten Aufnahmen von Überwachungskameras rekonstruieren die Ankläger, wie sich die Randalierer in das Allerheiligste der US-Demokratie vorarbeiten und bis auf Tuchfühlung an die Politiker herankommen. Der damalige Vizepräsident Mike Pence wird mit seiner Familie in Sicherheit gebracht. Hängt Mike Pence. Mitschnitte aus dem Polizeifunk werden im Verfahren vorgespielt, mit denen Einsatzkräfte verzweifelt Verstärkung anfordern. Das Ziel der Demokraten, Trump soll für künftige Ämter auf Bundesebene gesperrt werden. Er habe seine Anhänger auch schon früher zu Gewalt ermuntert. Der 6. Januar war eine Kulmination der Aktionen des Präsidenten, nicht eine Anomalie von ihnen. Der Aufstand war die gewalttätigste und gefährlichste Episode bis jetzt in Donald Trumps anhaltendem Muster und seiner Praxis der Anstiftung zur Gewalt. Aber ich betone, bisher. Für Trumps Verteidiger ist das ganze Verfahren verfassungswidrig. Ich möchte sprechen mit Jessica Gino-Hecht. Sie ist Historikerin an der Freien Universität Berlin und gefragte USA-Expertin. Hallo. Hallo, Frau Kerhäuser. Die Beweisvideos der Anklage haben sehr viele Senatsmitglieder aufgewühlt. Ist das noch mal eine andere Dimension der Gewalt in der US-Politik, die da jetzt sichtbar wird? Naja, Gewalt ist in der Tat immer eine Form von Politik, wenngleich eigentlich eine, die liberale Gesellschaften zu vermeiden suchen. Die USA haben sich lange eine liberale Gesellschaft genannt. Der Fall liegt da aber in der Tat noch mal so ein bisschen besonders. In den USA haben sie grundsätzlich eine niedrige staatliche Präsenz. Also auch wenn wir in, weiß nicht, Miami Vice oder so immer viele Polizisten sehen, das ist eigentlich die Ausnahme. Und das ist auch so gedacht und gewünscht und hat historische Gründe. Das ist der eine Grund. Also Menschen sind eher geneigt zu glauben, dass sie sich selber verteidigen, dass sie sich selber helfen müssen und zwar auch mit Hilfe von Gewalt. Das andere ist, dass natürlich in dieser Bewegung oder unter den Anhängern von Trump tatsächlich inzwischen so prototerroristische Züge oder Ströme aufgetaucht sind, die tatsächlich Überlegungen unterhalten, deren zufolge das gesamte Establishment der Politik in Washington von einer Art Satan-Sekte dirigiert und gelenkt wird, der es darum geht, eben, ja, Sie kennen, haben es ja sicher gehört, Netzwerke des Bösen, Netzwerke von Kinderschändern in irgendeiner Weise zu protegieren. Das ist natürlich alles sehr hergeholt, aber es erklärt dann wiederum, warum Gewalt plötzlich ein legitimes Mittel zu sein scheint in einer Gesellschaft, die sich eigentlich liberal nennt. Und ist das dann auch Ihre Erklärung dafür, warum jetzt zum Beispiel die Verteidigung Trumps heute davon sprechen kann, dass dieses Amtsenthebungsverfahren ein Akt politischer Rache sei? Naja, also die Verteidigung versucht sich jetzt darauf festzustellen, dass sie sagt, das Ganze ist eben, das Prozedere ist falsch und die Demokraten möchten sich eigentlich an Trump rächen. Sie möchten ihn eigentlich außer Gefecht setzen.
Und das ist sicherlich auch nicht ganz falsch. Es gibt viele Demokraten, die genau das möchten. Aber auf der anderen Seite ist die Gewalt nun mal da und man kann sie eben so oder so interpretieren. Und die Anklage interpretiert sehr gerade heraus, dass das nicht einfach nur Gewalt ist, sondern dass es gelenkte Gewalt ist. Das ist ein feiner Unterschied. Das ist nicht etwas, was einfach so passiert ist, sondern das ist populistisch geplant, gelenkt und in Szene gesetzt worden. Jetzt hat Joe Biden heute gesagt, wörtlich, er sei anxious, also besorgt oder sogar ängstlich darüber, wie die Republikaner am Ende des Verfahrens abstimmen werden, ob sie so wörtlich aufstehen werden. Was muss Joe Biden tatsächlich besonders fürchten? Na, Joe Biden muss vor allen Dingen eines fürchten, nämlich, dass es einen sehr starken Schuldspruch gibt mit einer starken Bestrafung. Es gibt jetzt hier mehrere Szenarien. Plausibel ist eigentlich ein Freispruch. Denkbar ist natürlich auch ein Schuldspruch. Und da gibt es wiederum sozusagen den Schuldspruch light, beziehungsweise das Strafmaß light. Und dann gibt es das Strafmaß heavy. Und das Strafmaß light würde bedeuten finanzielle Einbußen. Da geht es dann um Pensionen und keine Deckung mehr durch den US Secret Service. Es würde aber auch bedeuten, dass Trump wieder kandidieren dürfte. Heavy wäre, wenn er nicht mehr kandidieren dürfte. Also wenn das Strafmaß wäre, dass er nicht mehr kandidieren dürfte. Das ist auf den ersten Blick das, was alle Demokraten ja wollen. Aber es ist kein Geheimnis, dass Biden eigentlich dieses ganze Verfahren nicht wollte. Biden fürchtet sehr stark und mit Recht, dass ein solcher Schuldspruch oder ein solches Ende, ein Ausgang dieses Verfahrens auf diese Art und Weise die amerikanische Gesellschaft eigentlich noch mehr spalten würde und auch die Republikanische Partei womöglich spalten würde und damit die Demokraten wiederum noch mehr Zorn auf sich ziehen würden. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Runterbrechen, fürs Erklären und für Ihre Einschätzung, Jessica Gino-Hecht. Dankeschön.